Das ist für mich unvergesslich. Es gab schon nach einer Woche, also etwa um den 7. Mai herum, sprang die Aktivität schon überall deutlich hervor. Überall entstanden, man nannte sie Antifa-Komitees, antifaschistische Komitees oder Nationalkomitee Freies Deutschland oder Aktivistenrichtung oder sowas. Menschen, die sagten, jetzt müssen wir was machen. Wir können jetzt nicht warten. Und wir können nicht jammern und meckern. Und das waren wunderbare antifaschistische Komitees. Es gab keine Parteikomitees. Jeder Antifaschist verstand, ich mache ja nicht einen eigenen Laden auf, sondern Kommunisten, Sozialdemokraten, linke Liberale, dann SAP, das war eine linkssozialistische Partei zwischen SPD und KPD in der Weimarer Republik, alle. Es gab auch aktive Anti-Hitler-Konservative. Man war zusammen und verstand genau, dass es nicht darauf ankam, nur Flugblätter zu verteilen oder sowas, sondern man muss anpacken, in der Praxis Sachen tun. Und das geschah. Es gab wunderbare dieser antifaschistischen Komitees. Es gab sogar schon im Juni oder Ende Mai, da hatte ein antifaschistisches Komitee schon drei Leute historische Abteilung zur Aufarbeitung des Widerstandes gegen die Nazis. Also es war sehr beeindruckend. Und unbürokratisch aktiv und so. Unbürokratisch, weil kein Mensch Papier hatte. Da musste man also direkt etwas tun, ohne dauernd nur Memoranden zu schreiben. Wir erzählten das. Ich war besonders beeindruckt. Ich war ja hauptsächlich in Wilmersdorf und Charlottenburg. Und war entsetzt, als Ulbricht sagte, diese Läden müssen sofort aufgelöst werden. Aufgelöst? Ja, also das ist, zwei Argumente wurden benutzt. Durch diese Läden werden die Antifaschisten davon abgehalten, in den Verwaltungen tätig zu sein und sitzen da in ihren Komitees herum. Und das Zweite war, wir haben keine Übersicht, wer weiß, vielleicht sind das Nazis, die sich nur als Antifaschisten verstellen. Das Letzte habe ich also sofort abgelehnt. Ich wusste doch, was Nazis und was Antifaschisten sind. Aber es war unerbittlich und wir bekamen den eisernen Befehl, alle diese Komitees aufzulösen. Ich hatte einmal direkt Tränen in den Augen, weil mir das so leid tat, aber ich fühlte das natürlich durch. Und später verstand ich, das ist der Bestreben Ulbrichts und der hinter ihm stehenden Kräfte, keine spontane Aktivität von Menschen zuzulassen. Alles sofort in der Hand zu haben und in geregelte Bahnen zu lenken. Das war der eine Schock. Und der zweite Schock war Fragen ausweichen. Wir hatten seit dem 13. Mai wir sind ja am 8. Mai von Bruchmühle nach Berlin gezogen, in Berlin-Lichtenberg, trafen wir uns jedes Wochenende in der Gaststätte Rose mit etwa 120 bis 150 Kommunisten. Wir hatten also in jedem Bezirk Berlins die kleine kommunistische Gruppen, 10, 12, die uns über alles berichteten, informierten und aktiv handelten. Und da trafen wir uns und waren dadurch sehr genau informiert über alles, was in Berlin vor sich ging. Und auch über die Aufgaben, die wir zu leisten haben. Und da wurde am Ende gesagt, Professor Ulbricht, ich muss einen dringenden Vorschlag machen. Wir müssen den schwangeren Frauen, durch die Vergewaltigung geschwängerten Frauen, das Recht auf Abtreibung geben. Wir haben schon Verbindung aufgenommen mit antifaschistisch eingestellten Ärzten, die jeden Versuch, das propagandistisch auszunutzen, sofort im Keim ersticken werden, aber die den Frauen diese Möglichkeit geben. Ulbricht wurde weiß und schrie den an, das kommt überhaupt nicht in Frage. Über dieses Thema wird nicht gesprochen. Die Frauen, die sich jetzt beschweren, die hätten sich beschweren sollen am 22. Juni 1941 beim Überfall auf die Sowjetunion. Aber jetzt sich darüber zu beschweren, ist zu spät. Und immer wieder waren die Stimmen der Kommunisten, die sagten, es geht nicht.
Wir müssen darüber sprechen. Wir können nicht dauernd alle unangenehmen Fragen einfach wegschieben. Wir verlieren das Vertrauen der Bevölkerung. Und Ulbricht sagt, ich dulde keine Diskussion darüber. Und die Kommunisten beugten sich dem. Das war ganz am Anfang der Nachkriegsentwicklung der Sowjetzone Deutschlands, wo es richtige Debatten und Diskussionen von Ulbricht abgewürgt wurden. Es war der erste Schritt in eine Diktatur, war dieses Benehmen von Ulbricht, hat mich sehr, sehr ernst gemacht und beginnend schon kritisch zu machen. Sodass neben dem vielen Positiven, das man nicht vergessen darf, was wir machen konnten aufgrund unserer Situation, war eben die Kühle und Herzlosigkeit und Gleichgültigkeit Ulbrichts gegenüber den Kommunisten, die während der Nazizeit in Deutschland illegal gekämpft hatten. Zweitens die entsetzliche Sache, dass man alle antifaschistischen Aktivitäten kaputt machte und es durfte nur das sein, was Ulbricht von oben befohlen hat. Und das Dritte, dass man nicht diskutieren durfte über unangenehme Fragen, wie zum Beispiel über die Vergewaltigungen. Und damit eine stromlinienartige Disziplin von oben eingeimpft wurde. Das alles waren die kritischen Dinge von Walter Ulbricht im Mai, Juni und Juli 1945.